Oh Leute, heute ist richtig gutes Wetter. Schaut mal, der Himmel ist blau. Und deswegen habe ich meinem kleinen Bruder Odi gesagt, dass wir heute einen Ausflug machen. Und wenn du wissen willst, wohin wir unseren Ausflug machen, dann schau dieses Video unbedingt bis zum Schluss. Denn es wird richtig spannend. Aber als erstes muss ich jetzt erstmal meinen kleinen Bruder einen Snap schicken. So, mit einem Hundefilter. So, perfekt. Und jetzt frage ich ihn, wo bist du? Fragezeichen. Senden an Odi. Oh, Leute, ich liebe Snapchat. Kennt ihr Snapchat? Die haben so lustige Filter immer. Okay, ich steig mal so lange in mein Auto ein, bis er mir antwortet. So, und park dann einfach in die Garage. Ah, so. Er müsste mir jeden Augenblick antworten, Leute. Das ist so cool. Und wenn du mal zusammen mit mir und meinem kleinen Bruder spielen möchtest, dann lass einfach nur ein Like da und schreib in die Kommentare, dass du das möchtest. Weil das kann ich ja nicht wissen, wenn du es nicht schreibst. Okay. Oh, die hat mir geschrieben. Hä? Spieli. Boah, er ist beim Spieli. Mega cool. Ich mach nochmal ganz kurz einen Snap und schreibe rein. Ich komme. So. Und gesendet. So, wir müssen schnell zum Spieli, Leute. Oh, die ist da. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Rückwärts fahren. Oh, ich liebe mein gelbes Auto einfach. Welche Farbe ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Oh, die hat mir geschrieben. Okay. Seht ihr das, Leute? Oh, die scheint traurig zu sein. Warum das denn? Wartet mal. Oh, mach Platz. So. Odi ist traurig. Warum ist Odi traurig? Seht ihr hier irgendwo Odi? Also, ich kann Odi nicht sehen. Mann, wo ist denn der Odi? Odi. Oh, stimmt, ihr habt recht. Der ist ja direkt hier vorne. Odi. Rexy, hallo. Was ist denn los? Du hast mir einen traurigen Smiley geschickt. Ich hab Angst bekommen. Ach, es ist nix. Alles gut. Wirklich? Ja, was willst du denn machen heute? Mir geht es irgendwie komisch. Ich wollte mit dir einen Ausflug machen, aber das war eine Überraschung. Ausflug? Wohin denn? Das kann ich dir doch noch nicht sagen. Es ist ja eine Überraschung. Aber wenn du dich nicht fit fühlst, können wir das verschieben. Ach, Brexy, das wird eh nicht besser. Lass uns einfach gehen. Das wird eh nicht besser? Ja, lass uns einfach gehen. Was hast du denn geplant? Ich dachte, wir gehen zum Wald und da pflücken wir Erdbeeren. Erdbeeren pflücken? Erdbeeren sind lecker. Ja, lass mal hin. Vielleicht geht's mir dann besser. Mir ist irgendwie übel. Weißt du, woher das kommen kann? Hast du vielleicht was Falsches gegessen? Ich habe keine Ahnung, Brexia. Vielleicht geht das aber weg, wenn wir in den Wald fahren. Okay, und wenn was ist, sagst du sofort Bescheid, okay? Ja. Siehst du sie im Rollstuhl? Hast du die gerade gesehen? Mhm. So fühle ich mich gerade. Oh nein. Oh, Freunde, Odi geht's nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ausflug mit ihm machen soll. Nachher passiert noch irgendwas. Okay, Odi, und du bist sicher, dass du diesen Ausflug willst? Ja, also schon, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht, Brexy, fahr einfach. Okay, wir können dich auch ins Krankenhaus bringen. Ah, ich will nicht ins Krankenhaus, ich hab Angst. Boah, was? Die Ärzte sind da, um dir zu helfen, Odi. Dann krieg ich eine Spritze und ich hasse Spritzen, Brexia. Nein, das tut nicht weh. Doch. So, wir parken unser Auto hier. Zack. Und jetzt... Und wo sind jetzt die Erdbeeren? Warte doch, die müssten hier irgendwo sein. Müssen die halt suchen und pflücken. Ich liebe Erdbeeren. Aber noch mehr liebst du Bananen, du Blödmann. Ja, Bananen, Erdbeershake. Mir geht's gar nicht. Hä? Odi? Odi, was ist los? Nein, Odi! Odi, 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 was ist los? Mir geht's nicht gut. dann,
Dann komm, gib mir deine Hand. Ich bring dich ins Krankenhaus. Komm. Ich kann nicht laufen. Ich brauche einen Rollstuhl. Warte. Warte, Odi. Ich kann dich doch irgendwie nehmen. Warte. So. Ich brauche keinen Rollstuhl. Du brauchst einen. Los. Schieb mich. Los, Odi. Ab zum Auto. Na gut, Brexy, was ist mit mir? Weiß ich nicht. Wir fahren jetzt zum Arzt und er wird uns sagen, was du hast. Na gut. Steig ein, ich mach dir die Tür auf. Okay. Oh nein, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber fahr bitte schnell zum Arzt. Ich glaube, ich werd wieder ohnmächtig. Nein, halte durch, Odi. Wir bringen dich jetzt zum Arzt und dann wird alles wieder gut. Du hast bestimmt wieder was Falsches gegessen. Oh, ich habe einen Snap bekommen. Von wem denn? Oh, wieder von einem Fangirl. Ich habe jetzt keine Zeit für sie. Mein kleiner Bruder Odi ist krank. Okay, Odi, bist du noch wach? Halte durch, Odi. Wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus. Nein, Leute, lasst bitte alle jetzt ein Like da, damit Odi wieder gesund wird. Nur wir können es schaffen. In 3 Sekunden. 1, 2, 3. Alle liken für Odi. Okay, Odi, ich geb Gas, ich bin gleich da. Oh Gott, nein, bitte, Odi, bleib wach. Oh Mann. So. Wir sind gleich da, Odi. Wir sind gleich da. So. Hier. Oh, schnell ins Krankenhaus. Ich habe keine Zeit. Und hier. Okay, Odi. Steig aus. Komm mit, schnell. Herr Doktor. Leg dich erstmal hier hin. Ich suche den Doktor. Leg dich hin. Ich gehe wieder raus. Herr Doktor. Mein kleiner Bruder braucht Hilfe. Bitte, wo sind Sie? Ein Moment! Okay, ich warte vorne am Eingang. Oh Mann, Leute, meinem kleinen Bruder geht es nicht so gut. Und er ist krank und er fühlt sich nicht wohl. Ich hoffe einfach nur, es ist nichts Schlimmes. Wartet mal, ich mache einen Snap. So. Guten Tag! Oh, Herr Doktor, tut mir leid. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, was ist denn Ihr Problem? Mein kleiner Bruder ist im ersten Zimmer. Ihm geht's nicht so gut. Ich habe ihn da hingelegt. Und er meinte, er muss kotzen. Er muss kotzen? Mhm. Komisch. Moment mal. Kann ich mitkommen? Bitte hier stehen bleiben. Nein. Sie dürfen nicht rein. Hier dürfen nur Ärzte und Krankenschwestern rein. Bleiben Sie stehen. Okay. Ja. Aha. Odi, also. Ja, einmal den Mund aufmachen. Oh nein. Brexy, mir geht's nicht gut. Du schaffst das. Ich darf leider nicht reinkommen. Odi, bleiben Sie bitte ruhig. Und jetzt nochmal Mund auf. Guten Tag. Ihr Bruder ist leider sehr, sehr krank. Was hat er denn? Das haben wir doch nicht herausgefunden. Wir müssen die Blut abnehmen, eine Spritze geben und noch weiter. Oh nein, habe ich da Spritze gehört? Nein, keine Spritze, Odi, alles gut. Er meinte, das ist witzig, stimmt's, Herr Doktor? Genau, witzig. aber wir brauchen noch ein paar Mittel für die Spritze. Was brauchen Sie denn? Lassen Sie mich kurz gucken. Ja. So, wir brauchen ein paar Items, mein Lieber. Wir brauchen Pflanzen. Pflanzen? Ja, aus dem Wald. Dann brauchen wir einmal ein Sandwich. Ein Sandwich? Okay. Und,
Ja. Und wir brauchen einmal, lass mich schauen, Babynahrung. Babynahrung? Also eine Pflanzen-Sandwich und Babynahrung. Genau. Dann, danach wird mein kleiner Bruder wieder gesund? Ich denke schon. Okay, ich besorge Ihnen das alles. Zuerst holen wir uns die Pflanzen. Genau. Tschüss. Bis dann. Okay, Leute, habt ihr das gehört? Wenn ich die Pflanzen besorge, den Sandwich... Was war das dritte? Ich hab's vergessen. Leute, schreibt mir unbedingt, was das dritte war, unten in die Kommentare. Okay, wir müssten jetzt erstmal wieder zum Wald zurück. Und dann müssen wir Pflanzen besorgen. Er hat nicht gesagt, welche Pflanze. Also gehe ich davon aus, dass wir alle Pflanzen besorgen können. So, ich sollte hier hochfahren. Nee, warte mal, hier drüben. Einfach geradeaus. Oh nein, ich muss mich wirklich beeilen. Es muss Odi wieder besser gehen. So, hier nach oben. Oh nein, Odi hat mir gesnappt. Aua, Hilfe bitte, Braxy. Ja. Ich... So. Ich besorg gerade alles. Bin gleich da, Odi. So, okay. Ich muss schnell die Pflanzen finden. Ich glaube, hier drüben gibt es einige Pflanzen. Okay, Leute, wir müssen Ausschau nach Pflanzen halten, oder? Wartet mal, ich habe, glaube ich, auch hier ein paar Pflanzen. So? Nee, wartet mal. Nee, auch nicht. Wir müssen einfach mal hier gucken. Da. Wir brauchen ein Sandwich. Hier ist ein Sandwich. Ein Hotdog zählt als Sandwich. Das nehmen wir mit. So, Pflanzen... Und Babynahrung, hat er gesagt. Aber was ist denn Babynahrung? Zählen Kekse auch als Babynahrung, Freunde? Oh, sonst muss ich zum Supermarkt. Ich glaube, ich sollte zum Supermarkt fahren. Da gibt es bestimmt auch Babynahrung. So, das machen wir weg. Okay, wir müssen jetzt zum Supermarkt. Babynahrung habe ich schon. Oh, ich muss mich beeilen. So, wo war der Supermarkt nochmal? Ich glaube, direkt hier, oder? Hier, Biomarkt. Hier drüben. Okay, wir brauchen jetzt einen Einkaufswagen. So, das Auto müssen wir schließen. Gib mir einen Einkaufswagen. So, oh, ich muss mich beeilen. Okay, Babynahrung, hat er gesagt. Hä? Hallo? Oh. Herr Doktor! Braxy? Hallo! Was machen Sie denn hier? Ich muss einkaufen für, ja genau, für die Leute hier. Cola und so. Haben Sie schon alles gefunden für Odi? Die Pflanzen, ja, aber ich weiß nicht, gehen Kekse auch als Babynahrung? Ja, natürlich, aber dafür brauchen wir dann noch Milch dazu. Oh, okay, dann besorge ich die Kekse. Ja. Ich nehme ganz viele Kekse. Odi, sein Stadium ist sehr, sehr schlecht, Braxy. Was meinen Sie damit? Wie soll ich das sagen? Odi hat Spectolactus-Laptus. Spectolactus-Laptus? Und was heißt das? Eine sehr seltene Krankheit. Und ich habe gehört, dass Fangirls damit hantieren. Fragen Sie mal Odi, ob er was mit den Fangirls zu tun hatte. Er meinte zu mir, aber ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, fragen Sie mal. Tschüss, ich muss jetzt aber los. Okay, ich habe jetzt die Milch und einen Sandwich, hat er gesagt. Hier gibt's aber nur... hier gibt's keine Sandwiches. Wartet mal, ich ruf Odi an. So. Hat der was mit Fangirls zu tun gehabt? Odi, du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Hast du was mit Fangirls zu tun gehabt? Mit Fangirls? Wirklich nicht. Nee. Odi, ich bin dein Bruder. Sag mir, ob du was mit den Fangirls hattest. Mann, na gut. Mit Fangirl Mia habe ich mich getroffen. Und sie hat mir was Komisches gekocht. Aber ich wusste nicht, was das ist. Und seitdem geht's mir schlecht. Oh Mann, das hättest du dem Arzt sagen müssen. Aber
aber ich trau mich nicht. Du weißt doch, das ist immer peinlich, über Fangirls zu reden. Och, Mann, Odi, aber so kann, nur so kann dir der Arzt helfen. Ich bin gleich da. Tschüss. Ja, tschüss. Wir nehmen die Pflanze hier mit. Dann haben wir alles. Ich muss nur noch bezahlen. So. Hier drauf. Und bezahlt. Okay, wir müssen sofort ins Krankenhaus und dem Arzt sagen, dass er wirklich was mit einem Fangirl hatte, beziehungsweise etwas von ihr bekommen hat. Hier ist direkt das Krankenhaus. Schnell rückwärts fahren und geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und jetzt hier rein. Oh nein, mein Auto! Oh, verflucht und zugenäht. Das wollte ich doch gar nicht. So. Und jetzt hier reinfahren. Und fertig. So, aufsteigen, Auto abschließen. Okay. Oh, Herr Doktor, Herr Doktor! Sie können zu Odi! Oh, okay. Mann, Odi! Brixia! Mann, du hättest das dem Arzt sagen sollen mit der... mit den Fangirls. Mann, steig von meinem Rollstuhl runter, du Blödmann! Oh, wie bin ich denn hier raufgekommen? Oh Mann, ey. Wie fühlst du dich jetzt? Ich kann meine Beine nicht so gut spüren. Der Doktor meinte, die Fangirls haben irgendein Gift reingemacht ins Essen. Also haben sich die Fangirls vergiftet? Ich glaub schon. Oh nein. Wie lange musst du noch im Krankenhaus bleiben? Meinte, ich kann jetzt schon raus, aber ich brauche das ganze Zeug, was du gekauft hast. Okay, die habe ich im Kofferraum. Komm mit, schnell. Oh Mann, ey. Mann, Brixi, denkst du, das wird wieder besser? Ich hoffe es. Steig ein, ich gebe sie dir zu Hause. Na gut. Anschnallen nicht vergessen. Hab ich. Okay. Oh Mann, Odi, ich habe dir gesagt, wenn du mit den Fangirls bist, musst du mir immer Bescheid geben. Aber Brixi, das ist doch peinlich. Das ist nicht peinlich. Du siehst doch, die wollten dich vergiften, die Blöden. Oh. Ja, was soll ich denn machen? Oh. Okay. Odi, geh schon mal zu mir nach Hause. Ich bin gleich da. Ich hol die Sachen schon mal. Na gut. Oh, Leute, habt ihr das mitbekommen? Die Fangirls haben Odi vergiftet und mein kleiner Bruder musste deswegen ins Krankenhaus. Aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Aber dafür musst du jetzt erstmal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und gerne diese anderen Videos gleich abchecken, die kommen. Und ihr müsst auf jeden Fall zu Odi nochmal auf seinen Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach drauf. Oh, der macht auch richtig coole Roblox-Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Brixi abonniert. Brixi bitte. Brixi abonniert. Brixi bitte. Brixi abonniert. Brixi bitte. Denn er macht den besten Kampf.